Hallo, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patchwork Modellbau. Ja, schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, es wird mal wieder Zeit, ich habe schon länger kein Video davon gemacht, dass wir uns mal wieder um unseren Ecto One kümmern, oder? Ich bin auf jeden Fall dafür, ich hoffe, ihr genauso. Da haben wir die nächste Lieferung, die hat mich erreicht. Heft Nummer 19 mittlerweile vom Ghostbusters Ecto One. Die wollen wir uns heute anschauen, zumindest die erste Hälfte davon, auch dann auch direkt verbauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn das Heft 18, wo sind die letzten vier Bauphasen in Form von Videos? Die habe ich in Form eines Livestreams gezeigt, denn es ging an die Karosserie unseres Modells. Und wie ich beim letzten Ecto One Video euch gefragt habe, wolltet ihr gerne die Karosse im Livestream sehen. Deswegen verweise ich gerne nochmal auf den Patchwork Bastelabend, der einen Abend vor Halloween oder in Halloween rein, kann man sagen, veranstaltet wurde im Livestream von mir und mit netten Gästen. Behaftet war auf jeden Fall Popeye, beziehungsweise der Modellbauer Onkel Markus war dabei, Jack alias Olaf war dabei oder Jack Made It war dabei und auch Micha alias Massenmörder Sido waren damit bei. Sogar der Tobi hat sich noch trotz einer akuten Krankheit dazu entschieden, kurz dabei zu sein. Auch nochmal vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Und ja, ich habe mich dann auch daran gemacht, um den Ecto One zumindest die Karosse zu zeigen. Und das ist schon ein mächtiges Gerät. Ich habe gerade schon wieder Platzprobleme hier. Aber das ist beim Ecto One nichts Neues. Guckt ihr euch an. Diese riesige Karosserie unseres Ectos, noch natürlich leer, aber das ist zumindest der Rahmen des Ganzen, also ein Riesenteil, das kann ich nicht anders sagen, wiegt auch schon eine halbe Tonne, weil das Ganze ist aus Metall. Da haben wir wirklich schon viel getan, aber keine Sorge, das bleibt natürlich nicht so hohl, sondern es kommen jetzt weitere Teile dazu, nämlich im Paket 19. Ebenfalls, das habe ich aber für mich gemacht, habe ich mich um den Kühlergrill gekümmert. Das ist der hier. Da habe ich mittlerweile die, ein bisschen mit der Kabellage aufpassen, habe ich mittlerweile die LEDs eingesetzt. Die Scheinwerfer-LEDs. Ihr seht schon, ich habe hier ein paar weitere LEDs rumfliegen oder Kabel. Das sind die LEDs, die ich bekommen habe vom Lego Ecto One. Die habe ich hier unten in die Nebelleuchten eingesetzt, beziehungsweise auch in die Blinklichter hier. Die werden aktiviert werden, manuell momentan noch, weil ich hier eine extra Stromzufuhr habe. Ja, mal gucken, ob ich das so lasse. Wenn, dann habe ich auf jeden Fall genug Stauraum in der Stauraum im Motorraum, dass ich das machen kann. So war zumindest mein Gedanke. Ich weiß, es gibt auch passende Mods dafür, die das Ganze dann auch mit an den normalen Stromkreis anschließen. Weiß ich alles. Aber wenn ich schon mal die Elektronik hier hatte, dann, die mir sehr gut gefallen hat, dann dachte ich mir, baust du die erstmal ein. Ja, das habe ich schon für mich gemacht. Brauchen wir dieses Mal aber nicht. Stattdessen bekommen wir ganz viele andere Teile. Und zwar unter anderem geht es heute um die Motorhaube. Ja, die haben wir schon ewig und drei Tage nicht mehr benutzt. Hier ist das Innenteil der Motorhaube, was wir in Ausgabe 71 verbauen werden, plus das erste Scharnier. Und in Ausgabe 72, das ist der zweite Teil von heute, gibt es dann das zweite Scharnier. Und die Motorhaube wird dann in der Karosserie mit eingebaut, liebe Freunde. Ja, soweit wird es kommen. Das heißt, Motorhaube her, die liegt schon ein bisschen länger rum bei euch, denke ich mal auch, wenn ihr soweit seid. Plus ein Dachteil ist auch mit dabei. Das brauchen wir aber noch nicht. Aber Stichwort Dach, das wird's, da wird es dann nämlich in der nächsten Videofolge, Ausgabe 73, 74, drum gehen. Denn da hat uns eine mächtige Pappe erreicht. Wahnsinn. Ein Dach. Das Dach unseres Ecto One kommt dann beim nächsten Mal mit dran. Genauso wie zumindest die Vorbereitung des ersten vorderen Kotflügels. Das aber dann zu gegebener Zeit dann im zweiten Video. Jetzt geht es erstmal an den Einbau der Motorhaube und den Zusammenbau der Scharniere. Und da würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich habe jetzt genug vorab gesabbelt. Legen wir los mit der ersten Hälfte von Heft 19 unseres Ghostbusters Ecto One Ausgabe 71-72. Legen wir los mit Heft 19, Lieferung 19 unseres Ecto One. So soll das Ganze am Ende mal aussehen, wenn es fertig ist. Also wir kommen zumindest dem ein Teilchen näher, weil wir gleich die Motorhaube mit einbauen. Die haben wir übrigens hier aus der allerersten Ausgabe noch. Könnt ihr euch noch dran entsinnen? Also ne, so sieht sie aus. Die werden wir gleich auf jeden Fall brauchen. Genauso wie diesen Rand der Motorhaube.
auch aus der ersten Ausgabe. Und dann eben die neuen Teile, einmal der innere Rahmen der Motorhaube plus das Scharnier und das Schloss haben wir ebenfalls hier mit dabei. Dann wollen wir loslegen, würde ich sagen. Und der erste Bauschritt ist tatsächlich der Zusammenbau des Scharniers. Deswegen nehmen wir den Rest mal zur Seite. Genau, der Scharniermechanismus soll zusammengesetzt werden. Wir brauchen drei Bauteile und euch ein Stückchen näher dran. Am Geschehen auf jeden Fall. Und zwar sollen wir erst einmal drei Teilchen benutzen. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall eines mit den Zahnrädern. Das ist jenes hier. Das ist übrigens das rechte Haubenscharnier, nur mal nebenbei. Das brauchen wir. Dann brauchen wir genau dieses Stück, was ich gerade schon in der Hand habe, 71E. Das ist dieses hier. Und ein Teil 71B, das kann eigentlich nur dieses hier sein. Zumindest sieht das genau so aus. Genau. Diese drei Teilchen brauchen wir zuerst und sollen diese Teilchen dort anschrauben mit zwei BM-Schrauben. Ich nehme mir vorsichtshalber mal ein bisschen Öl daher, weil es könnte sein, dass es jetzt ein klein wenig schwieriger geht. Aber mit Öl geht es dann besser. Und zwar soll, hier haben wir ja an der Seite zwei Löcher. Da soll dieses Stückchen 71C, Haubenscharnier rechts, wird es nur genannt, hier mit einsetzen. Und zwar mit der Seite, wo auch das R steht, draufsteht, kann man nicht erkennen, aber da steht es. Da ist es. Auch zu mir gerichtet. Hier ist übrigens auch ein kleiner Pfeil an dem Zahnradelement. Da. Das soll auch zu uns nach oben zeigen. Dann machen wir das. Ich gucke mal, ob so klappt. Wenn ich die so erstmal übereinander lege, ist natürlich schon toll, die zu greifen. Weil sie nichts irgendwo einrastet oder so. Das heißt, wir müssen es nur so übereinander legen. Und gucken, dass es passt. Gegriffen hat die Schraube schon mal. Jetzt noch weiter schrauben. Sind übrigens beides Metallteile. Ist aber nicht so einfach zu greifen, die Dinger. Weil die immer sonst wohin fliegen. So, lassen wir es erstmal so, wie es ist. Dann kommt das Teilchen dazu. Hier sehen wir so eine kleine Ecke mit dran. Dieses Stück soll zu diesem Teil zeigen. Auch mit dem R nach oben. Wird ebenfalls verschraubt. Jetzt nehmen wir mal ein Stückchen Öl. Damit das besser greift. Ja, mit Öl geht es deutlich besser. So, haben wir. Und an diesem Stück kommt jetzt das zweite Element mit einem Zahnradteil mit dran, an das andere Loch hier, auch mit einer BM-Schraube, alles klar. Das kommt jetzt hier so ran. Hier sind die beiden Löcher. So. Das ist die Konstruktion jetzt aktuell. Dann soll dieses hier einmal eingelegt werden. Das soll nach außen gelegt werden. So. Und jetzt kommt ein großes Element dazu. Das ist dieses hier. 71A. Immer noch Haubenscharnier rechts ausmachen. Wenn alle gleich benannt. Ist auch toll. Und sollen, jetzt muss man selber gucken, dieses Loch über dieses Loch legen. So wie es aussieht, ja, das kommt hier so rein anscheinend. So sollen die übereinander gelegt werden, ja. Aber dazu kommt noch ein Teil 71F, das ist diese Platte. Die ist aber von beiden Seiten gleich, die kommt jetzt hier auch noch drüber. Und zwar so ein bisschen schräg. So, anscheinend. Und soll mit einer QM-Schraube verbunden werden, das alles jetzt. Uiuiui. Interessante Konstruktion. Erneut. Dass wir die zwei Teile erstmal übereinander legen sollen und das dritte auch noch mit dazu.
Ja, geht aber. Alles klar, so, sitzt zusammen. Und jetzt sollen wir dieses Stückchen hier mit ranlegen. Und zwar so, dass die beiden Pfeile, die an den Zahnrädern sind, zueinander zeigen. Ich mache den mal eben schon mal wieder lose, weil sonst dreht sich der nicht. So. Dass die beiden Zähne bzw. die Pfeile von den Zähnen, das haben wir jetzt hier, so ineinander greifen. So soll es aussehen. Und dann kommt dieses Stück jetzt wieder zum Einsatz. Das drehen wir jetzt, soweit es möglich ist. Mal lockern. So. Drehen wir jetzt einmal rum, dass es hier über diesem Loch mitliegt. Upsa. So. Und wird dann auch mit einer QM-Schraube verbunden. Interessant. Es geht jetzt durch alle Löcher durch. Wieder die QM-Schraube. So, haben wir das alles zusammen. Und zum Schluss kommt noch eine Feder mit dazu. Das ist jene hier. Die soll jetzt an zwei Haken eingesetzt werden. Einmal hier und einmal da. Und zwar mit dem längeren Stück, dieses hier. Einmal hier rein. Und dann sollen wir das hier reinziehen. Sollen wir das jetzt längs ziehen? Tatsächlich. Gott, wie soll denn das gehen? Wie soll ich das denn so stramm ziehen? Das fliegt mir doch gleich sonst wohin. Ach, du ahnst es nicht, wie soll das denn funktionieren? Ob das so funktioniert, ich mach's mal andersrum. Ich klemme den Haken schon mal hier rein. Oh je. Schade auch, dazu müsste das erstmal hier rüber gehen. Ja, das ist nicht so einfach, merke ich gerade. Dazu müsste der Arm ja erstmal rüber gehen. Was er nicht tut, aber so gar nicht tut. Das ist spannend. Weil die fliegt mir so immer weg. Ah ja, jetzt. Okay, jetzt ist er dran. Und jetzt müssen wir den ziehen. Kann man den jetzt so ziehen? Boah. Da brauchst du aber mächtig Schwung für. Ja. Kriegen wir hin. Bin gut im Bild. Einigermaßen, ne? Boah. Nee. Die bricht mir sonst gleich weg, ich nehme eine stabilere Pinzette. Ja, die kann ich gar nicht greifen, ist auch geil. Weil da ist so viel Spannung drauf. Auf dem Teil. Kann ich das doch per Hand überziehen. Boah, so. Halleluja. Das ist aber stramm, meine Fresse. Gut, haben wir aber erstmal soweit erledigt, dieses Konstrukt. Und ja, legen wir uns zur Seite, weil jetzt brauchen wir erst einmal die Motorhaube. Ich glaube, ich mache das zweite Scharnier gleich für mich, damit das nicht allzu lange dauert. Ihr habt es jetzt ja gesehen, wie es aussieht. Wir brauchen jetzt die Motorhaube. Die ist da, liebe Freunde. Lange nicht gehabt. Und wollen wir jetzt verbauen, beziehungsweise kommt jetzt
der Rahmen mit rein. Natürlich nur dieser entsprechenden Position, macht auch nur Sinn. Und wird jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SM-Schrauben verbunden. Das sind ganz kleine Schrauben. Aber das sollte kein Problem sein. Wir gucken mal, ob wir es so hinkriegen. Nehmen wir erstmal die Seite. Hier haben wir am Rand ein Loch. Ein Loch, zwei Loch, drei Loch. Wo es mit reinkommt. Ja, das geht auch ohne Öl ganz okay. Ich frage mich natürlich, warum jetzt so ein Bauschritt zum Beispiel jetzt erst kommt und nicht schon vor langer Zeit, so ganz zu Anfang zum Beispiel. Na, wenn ich so überlege, beim Kit zum Beispiel haben wir ja die Motorhaube plus Verkleidung ja schon direkt in der ersten Ausgabe bekommen. Beziehungsweise beim Dodge, wenn ich mich recht entsinne, ja genauso. Aber hier kommt sie jetzt erst 70 Ausgaben später. So, Nummer 5 haben wir schon drin. Da kommt hier unten Nummer 6. Und dann noch an der anderen Seite 3 Stück. Merkt schon, die Ausgabe wird ein wenig länger. Allein schon wegen den Scharnieren an sich. Aber ich will euch mal wieder eine Doppelfolge präsentieren. Ist ja schön, dass man mal eine längere Act-One-Folge nach sowieso zu langer Abstinenz in den letzten Monaten bekommt. Und mal Bauteile benötigt werden, die auch angebaut werden. Ist doch schön. So, als nächstes kommt das Haubenschloss ins Spiel. Das ist jenes welche. Dieses hier. Das kommt hier vorne mit rein. Und zwar so, dass diese Abschrägung, da seht ihr diese hier, an den Rand geht. Also wird das so eingesetzt. So. Und mit 3 EP-Schrauben verbunden. Machen wir. Das ist, wird jetzt schon auf dem Haubenrahmen selber fixiert, deswegen Plastikschrauben. Die gehen auch von sich schon einfacher. Einmal. Locker flockig zweimal und das dritte, das hier obere, das Loch hier, was man auch nicht sehen kann, alles schwarz und schwarz, ne? Schwierig, das obere hier, das. Das, was jetzt, wenn ich so drauf schaue, das oben rechts, das soll noch frei bleiben, weil jetzt noch gleich ein zweites Teil vom Haubenschloss dazu kommt. Deswegen, was auch mit einer anderen Schraube verschraubt wird. So, nämlich dieses Teilchen hier, das kommt mit dazu. Das ist Teil 71J, Haubenschlossgriff, genau. Und der hat hier, wie man sehen kann, einen kleinen Pin. Der greift in das obere Loch hier mit rein. So kommt es dazu und wird mit einer AP-Schraube jetzt alles miteinander verbinden. So, haben wir dran. Da kann man sehen. Dann geht es weiter, dass wir jetzt den Haubenrand anschrauben sollen. Das ist jener hier. Der soll jetzt hier vorne mit ran, und zwar so, dass diese Arme, die wir hier haben, in diese, über diese Löcher greifen. Also kommt es so, denke ich mal, rüber. Ja, macht auch nur so Sinn. Und wird jetzt mit 3 EP-Schrauben hier, dort und dort verbunden. Alles klar. Dann einmal, ich mach's mal in die Mitte, würde ich sagen. Einmal. Dann zweites Mal hier.
Und einer geht noch auf der anderen Seite. Dann ist der Haubenrand auch fixiert. So. Wunderbar. So sieht das aus. Schick, schick. Haben wir ebenfalls mit dran. Haben wir. Und dann kommt das Scharnier, was wir gerade gebaut haben. Dieses hier, das Riesending, kommt jetzt hier, einmal drehen, auf diese Seite mit ran. Da haben wir jetzt ja diese freie Fläche, die wird hier eingesetzt, beziehungsweise müssen wir es, glaube ich, einmal auf machen. Das ist die Frage, wie es aufgeht. Aha, so geht's auf. So ein bisschen zumindest. Gott, so eine Funktion für sich hier. So, umdrehen, genau, dass diese ganze Federung nach innen zeigt. Aber zumindest müssen wir an die beiden Löcher kommen, da wird es nämlich so drüber gestülpt. So, und in diesen beiden Löchern wird es dann verschraubt mit zwei RM-Schrauben, die haben einen flachen Kopf. Und mal gucken, ob es so geht, ob ich da rankomme. Also an diese bestimmt. Da hier haben wir gar kein Problem. Upsa, nicht abrutschen. So, das klappt und die andere, müssen wir mal gucken. Ja, das können wir noch schieben, dann können wir hier durchs Loch gehen. So. Wunderbar, da kommt man durch. Sehr schön. So, das sitzt alles mit dran. Ist ein bisschen schwergängig, aber mal gucken, ob es so sein soll. Werden wir ja gleich merken. So, haben wir dran. Und das war alles für die Ausgabe 71. Schon lang genug, würde ich sagen. 17 Minuten, sagt meine Uhr. Und jetzt geht es weiter mit der Ausgabe 72. Da bauen wir das linke Scharnier. Das werde ich eben für mich machen. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis, beziehungsweise bauen wir dann die Motorhaube in die Karosse mit ein. So, ihr Lieben, willkommen zurück zur Ausgabe 72. Wie gesagt, ich habe das zweite Scharnier schon mal zusammengesetzt und wie ihr sehen könnt, auch hier schon mit eingebaut. Ist wirklich nicht so einfach. Erstens das Ding zusammenzusetzen und dann die Spannung bei dieser Feder raufzukriegen. Da braucht man entweder schon einen mächtigen Kraftaufwand oder einen Trick, den ich noch nicht kapiert habe. Ich glaube, am Ende habe ich es kapiert, glaube ich, indem man die einfach auseinanderzieht. Dann ist die Entfernung zwischen den beiden Zapfen, wo die Feder drüber gespannt wird, dann kleiner. Dann kann man es einfach rüberspannen. Hätte mir auch im Vorfeld einfallen können, aber gut. Ne? Learning by doing, auch hier in diesem Fall. Haben wir auf jeden Fall dran, beide Scharniere. Und die werden jetzt in die, ja, Konstruktion der Karosse mit eingebaut. Deswegen brauchen wir unseren Karosserierahmen, zumindest den vorderen Teil, den kriegen wir auch locker auf die Kamera. Drehen ihn einmal um, geht auch noch relativ einfach, das Ganze. Und jetzt wird die Motorhaube hier quasi von unten dann mit angesetzt. Das kommt jetzt einmal so hier alles drunter. Und wir sehen hier an beiden Scharnieren zwei Löcher, da eins und da eins, auf der anderen Seite genauso. Die gehen jetzt hier in diese beiden Löcher und da wird das Ganze gleich verschraubt mit 4DM-Schrauben, die das Ganze dann in Position halten werden sollen, müssen, sonst haben wir ein Problem. Ich nehme schon mal gleich die erste und tuck die schon so ein klein wenig Öl mit rein, damit mir die gleich nicht flöten geht oder ich das wieder loslassen muss. Ich fange einfach mal hier vorne bei mir an und gucken, dass das alles soweit passt. Bin gespannt. Ich muss mal gucken, dass ich die richtige Position kriege. So, dann kann man das ein bisschen drunter schieben. So, 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 so. So, guck an. Das passt doch schon ganz gut. Glaube ich, denke ich. So, und dann nehmen wir mal die erste Schraube. Ich fange mal auf meiner Seite hier an. Und nehme gleich mal das erste Schräubchen hier oben. In Hoffnung, ich habe getroffen. Ich glaube, ich habe getroffen. Zumindest greift die Schraube gut. So. Schon mal ein sehr gutes Zeichen. Nehmen wir die zweite hier vorne mit. Das hat schon mal funktioniert und der Scharniermechanismus scheint auch zu funktionieren. Wunderbar. Und dann muss das Ganze natürlich nochmal auf der anderen Seite funktionieren.
Der Rad mit dem Öl? Nee, glaube ich nicht. Dann machen wir es jetzt. Das sind natürlich auch relativ große Schrauben. So. Aber ihr seht schon, das wackelt nicht mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, und hier vorne noch eine. Natürlich doof, wenn hier unten das ein bisschen schwebt. Mit dem Gegendruck entsprechend, aber das klappt. So, haben wir dran und ich glaube, das scheint ganz gut zu funktionieren. Glaube ich. Jetzt drehen wir mal das Ganze um. Gucken, wie es von oben aussieht. Ja, ja, ja. Sieht gut aus auf den ersten Blick. Ja, schon mal gut. Können wir öffnen. Bleibt auch stehen, das ist sehr gut. Geht leichter nach oben als nach unten. Aber es bleibt auf jeden Fall an Ort und Stelle. Ist eigentlich schon mal eine gute Ausgangslage. Super. Ne? Oh Gott, ist das so riesig. Es kommt gar nicht drauf. Ich bin schon außen bei meiner Kamera. Aber es scheint zu funktionieren. Super Sache. Läuft. Wunderbar. Damit haben wir die Motorhaube nach langer Zeit tatsächlich abgearbeitet. Sie geht auch relativ gut hier, was die Spaltmaße anbelangt, gut aneinander. Hier sieht das auch alles relativ gleichmäßig aus. Natürlich auf den ersten Blick jetzt hier sieht man natürlich so einen Riesenspalt hier. Aber der soll bestimmt so sein, da kommt noch einiges dran. Also, ne, wollen wir noch nicht die Pferdescheu machen. Ansonsten sieht das schon wirklich ganz, ganz gut aus. Ja, das war alles für die Ausgabe 71-72. Die beiden Scharniere für die Motorhaube sind mit zusammengesetzt und eingebaut. Der innere Rahmen der Motorhaube ist mit eingebaut, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ja, dann ist die Motorhaube an sich auch ebenfalls mit eingebaut worden. Wunderbar. Alles klar, das war alles für diese beiden Folgen. Und was wir beim nächsten Mal zu tun haben, habe ich gerade eben schon erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal zum Abschluss. Ja, die Ausgaben 71, 72 sind verbaut, haben doch schon ganz schön lange gedauert und ganz viel Friemelarbeit war letzten Endes dabei. Da tun einem schon ein bisschen die Finger weh mit den ganzen Metallteilen, gerade mit der Federspann und so. Aber ja, ist wahrscheinlich auch einfacher gewesen, wenn man es dann einmal gemacht hat und so ein bisschen den Kniff raus hat, wie es geht. Oder einfacher geht vor allem, dann ist es ja dann wirklich auch dann einfacher. Ja, das Endergebnis kann sich aber sehen lassen, würde ich sagen. Und zwar, mal eben richtig halten das Ganze, da könnt ihr es sehen. Na, auch blöd gehalten, schade auch. Nehmen wir es so. Hier haben wir die Motorhaube an unserem Ektor One mit dran. Die geht jetzt auch schön auf, bleibt auch stehen, wie man sehen kann. Sehr schön und können wir dann wieder zuklappen. Die Scharniere sind entsprechend mit eingebaut und die ganze Motorhaube ist entsprechend mit eingebaut. Ja, was kommt dann beim nächsten Mal in der zweiten Hälfte von dieser Lieferung Nummer 19? Kann ich euch sagen, es wird wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern, also es wird wahrscheinlich eine relativ kurze Folge werden. Aber auch hier gibt es richtig, richtig, richtig große Bauteile. Wir haben ja schon ein kleines Teilchen bekommen, was in der 72, was wir noch nicht gebraucht haben, nämlich dieses Dachelement, das ist eine Dachluke. Die brauchen wir noch nicht, aber eben beim nächsten Mal. Und zwar kommt dann nämlich das Hauptdach mit ins Spiel. Noch in Pappe eingepackt, das ist es, das Hauptdachelement. Das wird dann ja, mit auf, auf dem Rahmen mit aufgebaut. Das heißt, unser Ektor One bekommt nächstes Mal sein, Gott, ist das groß, sein Dach spendiert. Das kommt beim nächsten Mal. Und eben diese Dachluke wird dann ebenfalls mit eingebaut. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir zumindest kurzzeitig am ersten Kotflügel mitarbeiten. Das ist jeder hier. Da wird eine Chromleiste mit angebaut und zwei weitere Clips werden, glaube ich, noch mit eingebaut an den Rahmen der Karosse. Das ist zumindest der Schritt fürs nächste Mal. Ja, das war soweit alles erstmal für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn dem so ist, dass es euch gefallen hat. Und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr sehen möchtet, was hier auf diesem Kanal so abläuft. Egal ob meine Projekte, Tobis Projekte oder unsere gemeinsamen Projekte. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund vor allem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.